So, und da sind wir auch schon wieder hier zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wollen wir nochmal schauen, was wir hier jetzt verändern. Wir haben 10.000, ich würde gerne so viel wie möglich verändern. Das kostet die 8.000, 12.000, 9.000. Ich gucke immer auf die letzten Preise, falls sich jemand wundert, warum ich diese Preise sage. 5.000, 5.000, 3.000 haben wir auch noch nicht. 4.000 haben wir auch noch nicht. 4.000 für die Kirche, das haben wir auch noch nicht. Den Brunnen. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Kirche, weil die Kirche ist doch eigentlich recht wichtig. So, Kirche einmal. Ja, genau. Sehr schön. Dann sind wir hier erstmal gläubig wieder. So, dann wollen wir mal noch die Minen, weil die Minen sollten doch eigentlich Geld bringen. Und ich glaube, dann können wir auch in die Minen wieder reingehen und finden da auch noch ein bisschen was. Und dann haben wir noch 2700, das bringt niemand mehr was. Deswegen werden wir jetzt erstmal rausgehen. So, wie viel? 8000 hat unsere Stadt an Wert gewonnen. Uiuiui. Wir haben aber nur Folien. Oh, schade. Schauen wir nochmal zum Schwesterchen, was Schwesterchen so sagt. Willst du das Buch sehen? Natürlich will ich das Buch sehen. Warum soll ich sonst kommen hier? 11% haben wir geschafft. 1790 alle 20 Minuten. Und die Truhe? Fast jetzt 7100. Sehr, sehr schön, würde ich sagen. Na dann, raus hier. Bis bald, Wie Ezio. lässig die das auch rumdrehen, dieses Riesenbuch. Ist schon witzig. So, da wollen wir noch mal ganz kurz in diese Minen schauen, was die denn nun für uns verbergen. Nee, Quatsch. Warte mal. Erstmal gehe ich zum Onkel, denn anscheinend ist hier wieder ein Quest für uns vorhanden. Werkstatt, hier können Architekturarbeiten und Dekorierungen in Auftrag gegeben werden. Ezio, komm rein, komm rein. Was bringt uns diese Ehre? Ein Auftrag, Onkel. Was hast du denn für uns? Ich wurde von Il Magnifico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Ha, wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent. Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo. Dann sind sie auch leichter zu finden. Ich setze sofort meine Späher darauf an. Ich danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere Kodexseiten. Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text, grob übersetzt, bedeutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Außerdem gibt es Hinweise auf zwei Edensplitter. Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe. Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Noch was, ich will nicht lernen. Ausweichmanöver, Mario auf dem Übungsfeld treffen und zu drinnen. Okay, mache ich doch. Hab mich gerade blitzschnell umentschieden, ich würde dann doch gerne. Hallo! Jetzt gegen dich, oder was? Na gut, Ezio. Du beherrschst Konterangriffe. Aber was, wenn dein Gegner das auch kann? Dann renne ich weg wie ein Feigling. Normalerweise gebe ich ihnen keine Gelegenheit. Harte Worte bieten wenig Schutz gegen Templerstahl. Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Ausweichen! Armer kleiner Weg. Stirbt, um Befehlen zu folgen. Halten und... Oh, das war falsch. Aber, ja, das macht auch Spaß. Oh, ich glaube, ich darf ihn nicht verletzen. Halten und drücken, um auszuweichen. Ach so, warte, ich glaube ich... Nee, Fuß, 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 Fuß. Was war denn der Fuß jetzt? Oh, das sind so viele Tasten. Beeilung, sterbt schon! Ich bekomme Durst! Au! Au! Ich kann nicht schnell genug ausweichen. Ah! Jetzt noch einmal.
So geht das. Ein letztes Mal noch. Bam! Das musste sein, Entschuldigung. Durchgeführte Entwaffnungen. Drücken und Lust zu erfassen. Ja, warte mal, hä? Moment. So entwaffeln? Sind sie unbewaffnet, halten sie und drücken sie. Um den Gegner zu entwaffnen. Nee, du, das war das Falsche. Das sah zwar lustig aus, aber das war auch das Falsche. Ach, Moment, ich gucke einfach mal nach. Ich komme mal mit diesen Symbolen durcheinander. Option, Steuerung, genau, das hätte ich gerne. Steuerung anpassen. Dieses Zeichen ist die Waffenhand. Ach so. Okay. Kann ich den Text bitte nochmal sehen? Ich hätte den Text gern nochmal. Gib mir den Text nicht nochmal. Och komm, es gibt mir den scheiß Text nochmal. Ja, das sieht alles ganz witzig aus, aber ohne den Text kann ich jetzt gerade nichts machen. Ich drück zwar jetzt die Hand zum Entwaffnen. Nee, warte mal. Ach, warte mal. Wenn ich... Nee, so geht's auch nicht. Ach, das ist doch jetzt im Kotzen, ja. Schräge gleich ein zu viel. Moment, wartet. Erinnerung, kann ich so wie neu starten? Ja, aber nicht geblieben. Nein, das will ich doch nicht. Ach man, ich krieg ja echt ein zu viel. Ich will dann einfach mal irgendwie hier. Legende bewegen zurück. Nein, kann ich nicht. Das finde ich gerade auch nicht. Ihr geht auch nicht. Ich will dich nicht festhalten, ich will das scheiß Missionsziel haben. Kann man denn nirgendwo das Missionsziel? Ich hasse diese Momente der Stille. Ich kann nirgendwo das Missionsziel. Ich kriege echt ganz so viel gleich hier. So, jetzt. Also irgendwie muss ich ihn entwaffnen. Ich habe nicht allzu viele das kann doch gar nicht so schwer sein. Normalerweise wäre schon 20 mal tot gewesen. Jetzt gibt mir schon eine scheiß Waffe. Au, das sah schmerzhaft aus. Das ist dann Taste 1. So, das ist, dann ist das Taste 0. Oder muss ich das dabei gedrückt halten? Nö, du lässt doch trotzdem los. Wenn ich ihn packe und E dabei drücke? Ne, das geht auch nicht. Moment. Wenn ich ihn packe, Leerzeichen dabei drücke, da haut dann auch um. Also ich muss auf jeden Fall Taste 0 drücken, deswegen raff ich das gerade nicht. Hau! Okay, das reicht mir jetzt. Moment, stopp, ich breche jetzt die Erinnerung ab. Ich will diesen... Der gibt mir diesen Text nicht nochmal. Komm mal ein bisschen schneller, wir haben nicht ewig Zeit. Es tut mir echt leid, aber ich kann ja nicht 20 Minuten denselben Scheiß machen, nur weil dieses Spiel zu behindert ist, mir den Text nochmal zu geben. Ich kann euch das nicht überspringen. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Wer tut das nicht? Nein, ich kann es nicht überspringen. Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent. Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo. Dann sind sie auch leichter zu finden.
Jetzt mach du mal hin! Nur noch ein Geheimnis. Der Text grob übersetzt bedeutet, also ganz ernsthaft, ich finde es echt schlimm, dass die echt jeden Teil die Steuerung ändern. Könnt ihr das nicht ein Teil lang, könnt ihr das nicht mal den Teil lang behalten? Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas sagen. Das Spiel mobbt mich auf dem Übungsfeld. Ja, ich möchte lernen, so, fertig. So, komm, jetzt gib mir endlich die Mission. Oh, nee, also es ist echt schlimm, weil erstens, ich spiele 5 Spiele gleichzeitig, muss mir von allen Spielen die Steuerung merken, gut, bei Minecraft oder so ist das nicht unbedingt schwer jetzt, und dann jeden Teil von Assassin's Creed noch einen anderen Teil, während ich noch im letzten Teil hänge. Harte Worte bieten wenig Schutz gegen Tempel. Na, dann fang mal auf zu reden und kämpfe. Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Ausweichen! So, wie war das jetzt? Nein, das will ich doch gar nicht. Lass ihn los! Lass deinen Schiss den Onkel los! Ah, okay, Moment, so ging das. 1, 2, 3. So, fertig. So, Checkpoint erreicht. Durchgeführte Entwaffnungen. Jetzt möchte ich den Text bitte nochmal haben. Ziel erfassen mit E. So, genau. Ich habe mein Ziel erfasst. So, um die Waffen, halten. Was? Hör doch auf, mich zu schlagen. Sind sie unbewaffnet, halten sie und drücken auf, wenn sie getroffen werden, um den Gegner zu entwaffnen. So, jetzt gucke ich mir nochmal an, was das für ein dämliches Zeichen ist. Ich komme echt durcheinander mit dem bescheuerten Zeichen. Anpassen. Beide Tasten muss ich drücken. Ach so. Na komm, wir sehen an. Nur noch einmal. So, danke, dann nochmal anvisieren. Komm, wir sehen an. Wir sehen an. Wir sehen an. Wir sehen an. Ich muss das einmal zuschlagen, sonst kann ich nicht. Au, das war schmerzhaft was. So einfach ist das. Magnifico. Und wieder hast du meine Erwartungen erfüllt. Signor, wir haben Jacopos Männer gefunden und warten auf euren Angriffsbefehl. Sag den Männern, keiner rührt sich, bis sie mit Ezio gesprochen haben. Verstanden? So sei es. Geh, Ezio. Besuche meine Söldner im Hinterland. Schau, ob Jacopos Lakaien dich zu ihm führen. Aber sei vorsichtig. Sie erwarten dich sicher. Diesen Trick mit dem, mit dem Entwaffnen, den sollte ich mir eventuell merken, dann beschädigen wir unsere eigene Rüstung nicht. Fähigkeit Ausweichschritt erlernt, Fähigkeit Entwaffnen erlernt. Der Ausweichschritt, ja, ich sollte mir so viel merken, aber ich weiß genau, dass ich die nächste Folge sowieso wieder vergessen habe, alles. Und dann, 1704 Truhe, das brauchen wir jetzt noch nicht machen. Nächste Folge habe ich eh wieder vergessen, weil nächste Aufnahme wird sein, obwohl, nee, nächste Aufnahme wird wahrscheinlich morgen sein, weil ich gerade nur 3-4 Aufnahmen mache. Aber falls für euch nicht morgen, für mich jetzt morgen. Wenn ich da meine Woche nicht aufnehme, dann habe ich immer alles vergessen. Das ist so schlimm. Na egal. Erstmal gehen wir hier weiter. Und Ezio hat jetzt wieder einige Tricks von seinem Onkel gelernt. Die Seiten sind auch fast voll zusammen. Bin mal gespannt, was die Seiten mir am Ende bringen. In der Mine war ich jetzt noch nicht drin. Das müssen wir auch noch alles machen. Es gibt so viel zu tun bei solchen Games. So, in der Toskana sein, wirklich reisen, ja, da möchte ich hinreisen. Denn ich würde doch gern sehen, was da jetzt los ist. Wenn sie einen Feind erfasst haben, drücken sie auf E, um ihn zu provozieren. Können die ja nicht einfach, also ich fände es echt cooler, wenn die da einfach die Dings hinschreiben würden, die... Was? Hä? Wo? So, ich probiere das gleich mal mit den Waffen.
Komm her. Na los, komm. Na komm, jetzt greif an. Na komm her, los, komm. Ah, das geht nur, wenn ich waffenlos bin, gell? Ach, genau. Okay. So, cool, Schwert genommen. Und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ob wir die Männer besiegen werden, steht also noch in den Sternen. Die Typen da hinten höre ich übrigens nicht an. Bis morgen. Tschüss.